Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo Olli. Hallo zusammen. Und wir waren eigentlich schon fertig mit Bloggen. Eigentlich wollten wir nur zwei Blogs machen. Und dann sagt Olli, oh, was du noch erzählen musst. mit der Belüftung. Ich hätte damit fast meine Koi gekillt. Dann sag ich, hä? Wie kann man mit seiner Belüftung Koi killen? Ich weiß eigentlich nur, dass man ohne Belüftung seine Fische umbringen kann. Dann sagt er, wenn ich meine Belüftung gehabt hätte, so wie sie war letztes Jahr, diese Langbelüftung, nur sehr, wie tief war sie damals? 50. In 50 Zentimeter Wassertiefe, dann hätte es für die Koi blöd werden können. Dann sage ich, erklär mir's. Und dann hat Olli einen für mich ganz neuen Aspekt mit reingebracht, an den ich jetzt wirklich noch nie gedacht habe. Olli, the stage is yours. Ja, also gerade Schwerkraftanlagen oder auch gepumpte Systeme, bei Schwerkraft noch wichtiger. Ich habe meinen Filter sauber gemacht, habe das Standrohr nicht richtig reingezogen, also ist praktisch mein Filter abgelaufen. Was passiert? Filter läuft ab. Teich geht bis zum gewissen Niveau, bei mir 50, 60 cm von Oberkante. Und früher habe ich flach belüftet, das heißt, in dem Moment wäre der Teich ohne Sauerstoff gewesen. Ich habe aber vorher einen Belüfterring reingehängt, der hing tiefer. Das heißt, ich habe somit vermieden, dass meine Fische an Sauerstoffmangel sterben, weil das waren 200 Tossai. Er hatte natürlich eine Meldung gekriegt. Also das war ein kleiner Teich. War ein Tossai-Teich, genau. Ja, aber der war auch flach belüftet. Da habe ich praktisch bei wie viel Grad Celsius? Bei 16, 18 Grad hat er aktuell. 18 Grad. Genau, also nur jeden Tipp für jeden, der eine Schwerkraftanlage hat. Checkt mal, was passiert im Worst Case, wenn euch, keine Ahnung, Zugschieber nicht zu, wie weit kann der Teich maximal ablaufen und schaut, dass dann die Belüftung noch im Wasser hängt. Und das ist egal, ob es eine Schwerkraftanlage oder eine gepumpte Anlage. Jede Anlage hat ja so ihren Minimalpunkt, wo der Wasserstand abfallen kann. Also bei vielen Trommelfilteranlagen kann der Wasserstand auch um 30, 40. Ja. Ich kenne Trommelfilter, die wir früher verbaut haben, da konnte der Wasserstand auf 50 cm fallen. Und es muss ja nicht immer nur durch einen Trommelfilter verursacht sein, sondern die Anlagen sind ja je nachdem, wie sie verbaut sind, kann der Wasserstand auch noch tiefer abfallen. Aber was Olli sagen will, ist, wenn ihr euren tiefsten Teichwasserstand kennt, wo das Niveau runterfallen kann, dann sollte da mindestens die Belüftung noch, ich sage jetzt mal 40, 50 cm im Wasser sein, damit dann auch noch Sauerstoff eingetragen werden kann. Und jetzt müssen wir mehrere Faktoren schauen, warum können die Fische da relativ schnell sterben. Zum einen, das Wasservolumen wird natürlich weniger, man pumpt sauerstoffreiches Wasser raus und in weniger Wasser kann natürlich auch nur weniger weniger Sauerstoff gespeichert. Dann bekommen die Fische natürlich Stress durch das abfallende Wasser, durch den nicht mehr funktionierenden Filter und irgendwann auch ohne Belüftung. Mehr Stress heißt mehr Sauerstoffbedarf und höheren Sauerstoffverbrauch. Und es kommt natürlich kein Sauerstoff mehr rein. Aber Olli, das ist wirklich ein Aspekt, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, da wäre ich auch nicht drauf gekommen, wenn ich eine Anlage hätte planen müssen. Da hilft mir es auch nichts, wenn mein Biofilter nachher belüftet ist. Da kann der noch so viel belüftet sein, wenn kein Wasser mehr drüber gepumpt wird, ist natürlich doof. Also auf jeden Fall auch, und jetzt sehen wir, nicht nur gepumpte Anlagen, wo wir immer sagen, wir brauchen eine Warnung, wenn der Teich leer gepumpt wird, wenn es irgendwo eine Leckage gibt, sondern vielleicht auch mal in den normalen Teich reinmachen, dass wir auch gewarnt werden, ja, wenn jetzt gerade der Trommelfilter am Durchdrehen ist oder wenn eine Pumpe, ein Schlauch abgerissen ist, was auch immer passiert. Man hat gesehen, ein nicht ordentlich wieder eingestecktes Standrohr und schuppdiwupp kann es passieren. Was ich jetzt noch machen werde, momentan belüfte ich ja jeden Teich mit einer 200er Halbler und den Filter. Ich werde das auch nochmal aufsplitten, werde mir zwei kleine Belüfterpumpen kaufen, eine flach belüften und eine tief, sodass ich im Backup, im Worst-Case-Szenario, immer noch Sauerstoff habe, aber nicht komplett 200er Halbblau auf 2,20 Meter belüfte, weil das macht auch keinen Sinn. Also ganz ehrlich, so eine Flachbelüftung in 50 cm Tiefe, bei dem Teich im Sommer 3 Kilo gefüttert und dir passiert das geht auf schnell die Abendstunden, wenn ich keinen Sauerstoff mehr habe von der Photosynthese, das kann natürlich, das hilft häufig noch über den Tag, ja, aber wenn die Sonne weggeht. Ja, überleg mal, du bist im Urlaub, also das ist ja nochmal, ich habe es gewusst und ich war auch entspannt, weil ich wusste, es ist Sauerstoff drin, aber ansonsten wird es ganz schnell blöd. Also ein wirklich guter Aspekt, wo jeder eigentlich mal selber schauen sollte, wie ist das Verhältnis bei ihm. Viele belüften ja auch nur in der Flachwasserzone, weil sie sagen, in der Tiefe mit der Strömung, wenn es stört. Also sind ja im Prinzip alle irgendwo, ja, am Rumexperimentieren, aber wenn die Flachwasserzone trocken fällt, wenn der Worst Case passiert, dann helfen die 50 cm, wo im Teich stehen bleiben, am Ende nicht. Und sie glauben nicht, wie viele tote Fische ich in 20, 23 Jahren gesehen habe, die in Teichen, die leer gelaufen sind, nachher am Boden lagen irgendwo. Ich, ja, habe die Anlagen früher immer so geplant, dass sie definitiv nicht leer laufen konnten, egal was man gemacht hat, aber die oberen 50, 60 Zentimeter, das ist ja irgendwo ein Filter und in vielen Anlagen auch ein Meter, die kann man einfach nicht verhindern, weil irgendwie muss ja das Wasser auch Verbindungen haben. Also ganz verhindern kann man es nicht. Aber gut, so. Mal was Neues. So ist es. Olli, danke dir. Vielen Dank. Mach's gut. Und ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.